So lege ich jetzt in OneNote ein neues Notizbuch an. Ich gehe auf Datei, wie im Prinzip auch bei einem Word-Dokument, dann auf Neu und dann darf ich mir aussuchen, wie das Notizbuch heißt. Da gebe ich jetzt mal den Namen Beispiel ein und dann wähle ich, wie auch bei einem Word-Dokument oder anderen Dateien, den Speicherort. Ja, ich gehe auf Durchsuchen und wähle dann über Durchsuchen den entsprechenden Speicherort. Der Speicherort ist auch ausschlaggebend dafür, wer auf das Notizbuch zugreifen kann. Das heißt, da, wo der Speicherort für andere auch verfügbar ist, also wenn man da reinklicken kann, dann kann derjenige auch auf das Notizbuch zugreifen. Angenommen, ich wollte diesen Abschnitt jetzt schützen, da dürfen dann immer nur die wirklich drauf zugreifen, die das Kennwort kennen. Dann gehe ich hier mit der rechten Maustaste drauf und wähle diesen Abschnitt durch ein Kennwort schützen. Dann kann ich mir hier ein Kennwort festlegen. Dieses Kennwort würde ich dann hier eingeben und da unten dann eben auch. Und hier sieht man, hier steht auch, wenn Sie das Kennwort verlieren oder vergessen, kann OneNote Ihre Daten nicht wiederherstellen. Also unbedingt dann auch sicher sein, dass das Kennwort erhalten bleibt, an welcher Stelle auch immer, und dann da der Zugriff weiter möglich sein wird. So, beim Anlegen eines Notizbuches ist es noch ganz gut, da eine Struktur reinzubringen. Stellen wir uns also vor, das wäre jetzt einfach mein Notizbuch. Das hat so, wie wir es so kennen, eine Spiralbindung. Ja, das stellen wir uns einfach so vor. Und dann könnten wir ja innerhalb des Notizbuches auch solche Abschnitte reinbringen, ja, sodass wir hier also sehr schnell an eine bestimmte Stelle des Notizbuches springen können. Wir können also eine Struktur reinbringen. Und wenn wir dann innerhalb eines Abschnittes sind, dann kann man hier eben entsprechend auch die Seiten befüllen. Und anders als bei dem Papiernotizbuch gibt es sozusagen kein richtiges Ende der Seite. Die setzt sich hier unten immer weiter fort. Und das finde ich auch einen sehr guten Vorteil gegenüber den normalen Papiernotizbüchern. Außerdem kann ich die Seite, die ich jetzt hier ausgefüllt habe, in meinem digitalen Notizbuch natürlich auch noch verschieben. Also ich kann ja jetzt hier vielleicht die Spiralbindung öffnen und mir einen abmühen, dass ich die Reihenfolge verändere. Und diese Reihenfolge verändert mir OneNote sehr, sehr einfach durch Drag and Drop. Und hier wird der Name praktisch der Seite eben auch ganz einfach über den Titel, den ich hier oben drüber schreibe, so eine Überschrift, kenntlich gemacht. Und die ist gerade auch in der Recherche immer sehr hilfreich, wenn man beispielsweise nach einem Wort über alle Notizbücher hinweg suchen würde. Ja. Insofern, ja, das ist schon eine Schlüsselstelle für gute Strukturen. Und hier lebt es auch davon, dass wir uns unsere Prozesse anschauen, dass wir prüfen, wie teilen wir das Notizbuch ein, wie heißt der Abschnitt sozusagen, ja, dieser Kapitelbereich und wie heißen dann innerhalb des Abschnittes die Seiten. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir diese Abschnitte aus dem Notizbuch und die Seiten innerhalb eines Abschnittes strukturieren können. Und das liegt immer natürlich auch am Prozess, also je nachdem, um welches Notizbuch es sich handelt. Ich habe jetzt hier ein Notizbuch und das ist das Notizbuch für Tools und Anleitungen. Das bedeutet also, alles, was wir seltener machen, sammeln wir hier in einer Art Wiki für unsere Anleitungen. Und da haben wir, weil es hier um Tools geht, eben verschiedene Abschnitte eingerichtet. Und alles, was zum Abschnitt zum Thema Camtasia gehört, das ist die Software, mit der ich diese Videos aufzeichne, habe ich mir hier schon vorstrukturiert. Das heißt also, hier habe ich bestimmte Dinge für Aufnahme und Kästchen. Dann habe ich hier noch eine Seite innerhalb von Camtasia. Da geht es um die visuellen Effekte. Da habe ich mir einfach festgehalten, was ich da tun muss. Jetzt nur mal so als Beispiel. Oder ein runder Talking Head. Wie bekommt man den hin? Ja, da habe ich mir auch eine Anleitung zugeschrieben, sodass wir alle vom Team aus sehr schnell auch auf dieses Wiki, auf unsere Anleitung, auf unser kleines Wikipedia hier im Rahmen von OneNote zugreifen können.
So, es gibt natürlich dann eben auch noch andere Abschnitte im Bereich Tools und Systeme, wie jetzt hier beispielsweise Elopage. Da hätte ich jetzt hier vielleicht auch mal hilfreiche Links, wo wir häufiger drauf zugreifen. Und angenommen, ich habe jetzt hier eine Notiz und weiß, hey, da Rosita, da musst du ran, dann mache ich hier einfach einen Doppelklick drauf, gehe hier auf das Symbol für die Aufgabenplanung in Outlook. Und kann mir dann wählen, wann ich das Ganze eben einplanen möchte. Und das ist sehr, sehr geschickt, weil ich dadurch eben auch nicht aus dem Auge verliere, welche Notizen haben noch einen klaren To-Do-Auftrag mit einem Ablaufdatum. Insofern, ich kann immer nur einladen, sich Gedanken zu machen zu einer wirklich guten Struktur, dann eben auch die Seiten hier oben so zu benennen, dass die an der Stelle eben auch ein Stück sprechend sind. Weil wenn ich jetzt hier oben durchsuche, wenn ich in das Suchfeld reingehe, dann werden mir nachher auch die entsprechenden Treffer angezeigt und jeder, der jetzt hier an der Seite diese Namen sieht, weiß dann schon auch, mit dem Inhalt etwas anzufangen. Die Seiten selber kann ich jetzt auch schon wieder unterteilen. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Anleitungsseite habe und zu der Anleitung gibt es irgendwie exklusive, was auch immer, VIP-Bereich, was ich mir hier auch mal mit reingebracht habe, dann kann ich durch dieses Ziehen an der Seite dafür sorgen, dass sie entweder eine eigenständige Seite ist, also eine Hauptseite sozusagen oder eine Unterseite bildet. Und das hier mit der Unterseite ist also auch praktisch. Jetzt im Moment ist es so, dass die darunter strukturierten Seiten auch ausgeblendet werden können. Ne? Hier mit diesem Dach. Ich klappe das Dach auf oder ich klappe das Dach zu. Und das heißt, auch das gibt schon wieder eine sehr gute Struktur. Es gibt mega viele Möglichkeiten mit OneNote. Ich bin ein ganz großer Fan von diesem digitalen Notizbuch, einfach weil wir uns im Team damit deutlich schneller organisieren können, weil Anleitungen verfügbar sind für alle, weil es Volltext recherchierbar ist, weil wir Termine dort einbinden können und weil wir auch durch den Speicherort, wo dieses Notizbuch dann liegt, dafür sorgen, dass es eben für die Zugriffe frei ist oder eben auch geschützt ist. Und an der Stelle, wo wir sehr sensible Daten haben und sagen, eigentlich dürfen die Teilnehmer schon in das Notizbuch, aber wir möchten einen bestimmten Abschnitt schützen, geht das mit dem Passwort sehr einfach. So, jetzt wünsche ich viel Erfolg beim Umsetzen und sage auf bald im nächsten Video.